Achtsamkeitstipp Nummer 3. Mitgefühl. Mitgefühl und Liebe beginnen damit, dass man sagt, ich schätze mich selber wert. Und das ist nicht immer einfach. Sich selber anzunehmen, so wie man ist, ist schwierig, wenn man einen starken inneren Kritiker hat. In der Achtsamkeit sagt man deshalb, es ist sehr wichtig, sich selber wertzuschätzen. Nur wenn wir uns selber wertschätzen, können wir andere wertschätzen. Wenn jemand anders uns lobt, würden wir sonst sagen, was will der eigentlich von mir? Warum macht er mir gerade jetzt ein Kompliment? Deswegen ist es für das Mitgefühl mit sich und anderem enorm wichtig, dass wir mit einem Satz beginnen, der etwa heißt, ich erlaube mir, frei von Leiden zu sein. Ich darf mit mir in Frieden leben. Das kann man mit einem Lächeln verbinden. Mit einem Lächeln sich selber gegenüber und Verständnis haben. Natürlich, wenn man sich selber angelächelt hat und fühlt, dass das Freisein von Leiden zu einem Frieden führt, dann können wir es auch auf andere anwenden. Mögest du frei von Leiden sein. Mögest du in Frieden leben. Und mit einem Lächeln, dann öffnet sich das Herz der Menschen, die man anlächelt.